Hier sehen wir jetzt einmal den Tank im hinteren Teil. Ich hätte den Tank im letzten Jahr deutlich besser reinigen sollen im Herbst. Es wird mir eine Lehre sein fürs nächste Jahr. Nee, fürs Ende dieser Saison. Moin, liebe Lüt. Die Sonne schickt uns ihre warmen Strahlen, der Frühling fängt an. Und ich habe das schwarze Schaf schon mal durch die Waschbox gefahren. Und jetzt steht eine der wichtigsten Aufgaben an zum Beginn der Saison, nämlich die Frischwassertankdesinfektion. Wir wollen ja unsere Wohnmobile jetzt einsatzklar machen für die neue Saison, dass man dann auch mal kurzfristig sagen kann, Wetter ist gut angesagt, gerade jetzt im Frühjahr besonders wichtig, wo die Wettervorhersagen oftmals nicht so stabil sind, dass man auch schnell und spontan reagieren kann. Dann sollte das Fahrzeug aufgeklärt sein, eure Frischwasserversorgung in Ordnung sein. Wie man da rangeht, was ich mir für Gedanken über den Winter gemacht habe zu diesem Thema, das stelle ich euch in diesem Video vor. Warum eigentlich eine Tankdesinfektion? Das Auto ist ja gerade erst von 2020. Ist das wirklich schon nötig? Die Antwort kann ich euch sehr eindeutig geben. Ja, es ist nötig. Wir werden das auch gleich sehen. Denn wenn ich in den Tank jetzt reingeschaut habe, habe ich gesehen, dass nach dem Trockenfallen sich dann auch auf dem Boden jeweils ein trockener Rest eines Biofilms dann abgesetzt hat in meinem Tank. Das ist für mich jetzt auch neu gewesen. Denn als ich im Herbst ihn weggestellt habe, war eigentlich der Tank soweit sauber nach meinem Dafürhalten. Ich habe ihn einfach nur leer laufen lassen und dann die Deckel abgenommen, so wie ich das auch in meinem Wintercheck, den ich euch hier nochmal verlinken kann, gezeigt habe, dass der Tank schön austrocknen kann. Aber ganz offenkundig hat sich in dem Tank dann doch irgendwo ein Biofilm gebildet. Darüber habe ich mich jetzt über den Winter auch schlau gemacht. Was ist das eigentlich? Wieso gibt es Biofilme und was kann man dagegen tun? Sind die an sich per se gefährlich? Und da habe ich jetzt ein paar Erkenntnisse für euch. Biofilme in wasserführenden Anlagen sind etwas völlig Normales. Selbst in einem natürlichen Bach gibt es einen Biofilm auf den dort im Bachbett liegenden Steinen etc. Das ist sogar in der Natur ganz wichtig. Denn dieser Biofilm hilft dabei, dass dieses Gewässer sich selbst reinigt, dass es weiterhin Trinkwasserqualität hat. Das heißt, es sind nicht nur schädliche Bakterien und Viren dort vorhanden, sondern es sind auch Nützlinge dort in diesem Biofilm. Dennoch wollen wir in unseren Wohnmobilen in den Tanks natürlich keinen Biofilm haben, denn der kann sich dann verselbstständigen, denn unsere Fahrzeuge stehen oftmals dann in der prallen Sonne, gerade in der Sommersaison. Ihr wisst selber, wie heiß so ein Auto von innen werden kann. 60, 70, 80 Grad, das ist gar kein Problem. Das sind ideale Voraussetzungen, ein exponentielles Wachstum von Protozoen, Protoplasten etc. dann herbeizuführen, sodass unser Biofilm plötzlich dann mit rasender Geschwindigkeit sich nicht nur auf unseren Tank, sondern auch auf die im Fahrzeug verbauten Leitungen ausbreitet. Und da kommen wir dann zu dem größeren Problem. In den Tanks kommt man noch halbwegs ran. Auch da sind schon versteckte Ecken, so im Bereich des Ablasses etc. oder wo besondere Kanten sind, wo man schwer hinkommt mit einer Wurzelbürste. Aber man kann ihn immerhin noch mechanisch reinigen. Das werde ich auch gleich als erstes machen. Dann fangen wir erstmal damit an, das Bett zusammenzupacken. Und jetzt die Garage leer räumen. Ihr erinnert euch noch an die Taschenlampe, die ich euch in 5 Tipps für Beginner vorgestellt habe. Das ist einer der Momente, wo wir sie brauchen können. Wir schauen mal zusammen in den Tank hinein. Erstmal von oben. Dann seht ihr, dass der Tank insgesamt eigentlich noch recht sauber aussieht. Am Rückschlagventil seht ihr ein bisschen Rost. Das liegt daran, dass eine Fachwerkstatt mir im allerersten Jahr gleich, als die erste Pumpe dann direkt nachdem ich das Fahrzeug übernommen habe, dann aufgegeben hatte, eine nicht rostfreie Schlauchschelle verbaut hat.
Es hat natürlich eine Weile gedauert, bis ich das nächste Mal in den Tank geschaut habe. Dann habe ich festgestellt, was da passiert ist. Also ihr seht jetzt nur noch das, was sich nicht mehr aus dem Plastik herausholen ließ. Beim nächsten Wechsel fliegt aber dieses Rückschlagventil dann auch mit raus, dass man da also keine Spuren mehr davon hat. Was wir ganz unten im Bereich des Abflusses sehen, das könnte so ein ganz leichter Rest eines Biofilms sein. Als ich das letztes Jahr im Herbst weggestellt habe, war noch nicht ganz komplett abgetrocknet. Da konnte man da noch nichts von sehen. Das dürfte aber nur minimalst sein. Und jetzt zeige ich euch mal den Tank von innen. So sieht der Tank jetzt von der zweiten Öffnung ausgesehen aus. Hier ist der Tank auch nicht mehr so tief, weil er läuft ja über dem Radkasten hinweg. Deswegen auch diese Wölbung. Den tiefsten Teil, den sehen wir da im Bereich, wo dann auch die Pumpe verbaut ist. Ich hätte den Tank im letzten Jahr deutlich besser reinigen sollen im Herbst. Es wird mir eine Lehre sein fürs nächste Jahr. Nee, fürs Ende dieser Saison. So, ich gebe mir erstmal ein bisschen Flüssigkeit. Und jetzt heißt es schrubben, schrubben, schrubben. Es ist schon gut, dass man hier zwei Zugänge hat, zwei Zugangsöffnungen, weil damit komme ich jetzt mit meinen relativ langen Armen gerade so in jede Ecke von dem Tank gut herein. Wenn ihr also auch als Selbstausbauer daran denkt, euren Tank einzubauen, denkt an genug Zugangsmöglichkeiten. Wenn das nachher alles in Möbel eingebaut ist, kommt man umso schwerer dran heran. Und so sieht die Bürste aus. Das ist also Biofilm aus dem letzten Jahr. Nach guter Schrubberei, ihr könnt das vielleicht auch hier auf meinen Armen sehen, die ganz gut sich gerötet haben, haben wir dann ein recht zufriedenstellendes Ergebnis. Diesen braunen Film, den ich da zu Anfang weggeschrubbt habe, der ging wirklich sehr gut ab jetzt, rein mechanisch. Wir schauen uns das Ganze gleich auch nochmal von innen an. Und auf dieser Seite sieht er jetzt so aus. Man sieht ganz deutlich, das hat sich gelohnt. Also das war definitiv Biofilm, der da drauf war. Es soll mir eine Lehre sein. Das wird dieses Jahr anders sein. Zum Herbst hin wird der Tank auch einmal komplett geschrubbt, bevor das Fahrzeug dann eingewintert wird. Oder besser gesagt, das gehört dann zum Einwintern für mich dazu. Jetzt gehen wir mal rein in den Tank. Und ihr könnt einmal gucken, wie hier so die Wände aussehen. Wir drehen uns auch einmal komplett auf die andere Seite. Das ist auch für mich gut, dann kann ich nämlich, wenn ich mir das später auf dem PC angucke, dann ein Bild davon machen, wie mein Tank insgesamt aussieht. Viel, viel wichtiger sind aber unsere Leitungen im Fahrzeug. Wir haben Frischwasserleitungen, die zu unserem Spülbecken in der Küche führen, die zu unserem Badezimmer führen, die zu unserer WC-Kassette führen für die Wasserspülung. Diese Leitungen sind beim Beginn des Möbelbaus im Werk eigentlich üblicherweise bereits verlegt. Danach werden die Möbel dann davor gebaut. Das heißt, man kommt an diese Leitungen extrem schlecht heran. Die auszutauschen in schöner Regelmäßigkeit, wie man das hier mit seinem Frischwasserschlauch gut machen kann, das ist im Fahrzeug verbaut viel, viel schwieriger. Wenn nicht sogar zum Teil unmöglich, je nachdem, wie das Ganze dann verbaut ist. Ich möchte da gar nicht dran denken. Ich möchte mich um meine Frischwasseranlage kümmern, sodass wir uns heute angucken, wie kann ich denn eine gute Desinfektion erreichen, auch an den verdeckten Stellen, da wo ich jetzt nämlich sonst mit meiner Bürste nicht herankomme. Jetzt wollen wir uns zunächst mal damit beschäftigen, weshalb müssen wir überhaupt desinfizieren. Wir füllen doch Frischwasser ein, das ist doch sauber, da ist doch nichts drin. Wir können sogar noch Filter davor hängen beim Einfüllen, rein mechanische Filter, die uns grobe Partikel dann ausfiltern. Wir können auch vor die Wasserentnahmestellen Filteranlagen bauen. Dennoch wird es immer wieder dazu kommen, dass ihr Biofilme in den Tanks und auch in den Leitungen sich entwickeln habt. Das gilt übrigens auch für eure Frischwasserschläuche, weshalb man die regelmäßig auch austauschen sollte. Ich kann diesen Schlauch wirklich empfehlen, den habe ich schon in anderen Videos empfohlen. Der ist von Kärcher, wird relativ preisgünstig angeboten. Ich hatte das Glück, dass ich ihn zu einem ganz besonderen Sonderpreis gerade mal im Sonderangebot erwischt habe. Bei mir hat er so knapp 13 Euro gekostet. Er liegt meistens aber so um und bei 20 Euro. Und was mir dabei wichtig ist, dieser 20-Meter-Ring ist phthalatfrei.
Phthalate sind Weichmacher, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Und wenn ich mein Frischwasser da durchleite, okay, das Wasser ist nur sehr, sehr kurz in diesem Schlauch drin, aber trotzdem möchte ich gerne nicht, dass dort irgendwelche Weichmacher ausgespült werden und mir in mein Frischwasser dann hineingespült werden. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen, wenn sich so ein Biofilm in unserem Frischwassertank bildet? Die Organismen sondern in ihrem Stoffwechsel klebrige Substanzen ab, die so nach und nach einen Film bilden, in dem sie sich gut festhalten können, in dem sie eine Kolonie bilden. Dieser ist zu Anfang durchsichtig, das heißt, wenn ihr in den Tank reinschaut, werdet ihr auch nichts davon sehen. Bestenfalls, wenn ihr mal mit der Hand über die Oberflächen dann drüber fühlen würdet, im Wassertank, würdet ihr vielleicht das Gefühl haben, das ist am Wassertank, an der Innenseite dann doch irgendwie etwas schleimig vom Gefühl her. Aber es ist unwahrscheinlich, dass ihr das tatsächlich dann wirklich bemerkt. Nach einer Weile bilden sich dann auch sichtbare Bestandteile in diesem Biofilm. Das kann dann nachher wirklich dann so weit gehen, dass es fast so aussieht wie Schimmel. Ich habe mal, als ich mir ein paar gebrauchte Fahrzeuge angeguckt habe, da habe ich ja unter anderem auch mal so eine Gebrauchtour gemacht durch ein paar, ein interessantes Fahrzeug, das ich eigentlich besichtigen wollte. Und dann habe ich eigentlich unfreiwillig in dem Moment ein paar Leuten, die zufällig mich da getroffen haben, dann bei ihrer Fahrzeugsuche geholfen. Kann ich euch auch hier nochmal verlinken. Bei der Gelegenheit habe ich tatsächlich mal so einen Einfüllstutzen gesehen, in dem ein Biofilm quasi völlig außer Kontrolle geraten ist. Den werde ich jetzt hier an dieser Stelle einfach mal in den Film kurz reinschneiden, dass ihr nochmal seht, wie sowas aussehen kann, wenn es dann endgültig dann schiefgegangen ist. Der Tank an sich ist auch pfleglich behandelt worden. Der ist ungefähr von 1995, hat mir rausgeguckt, muss Lagerware gewesen sein. Wenn ich da jetzt mal reingehe mit der Kamera, sieht der Tank doch noch relativ sauber aus. Ist also pfleglich behandelt worden und regelmäßig gereinigt worden. Wo das nicht so passiert ist, ist hier am Einfüllstutzen. Ihr seht hier schön den Farbunterschied oberhalb der Schlauchschelle und unterhalb der Schlauchschelle. Und das ist eine Schwachstelle, die ganz, ganz viele Fahrzeuge haben. Vielleicht auch euer Fahrzeug hat. Schaut euch das mal genau an. So es irgendwo zugänglich ist und für euch zu sehen, denn in diesem Bereich des Einfüllstutzens kommen die meisten Leute schlecht ran, sehen es nicht und rechnen auch nicht unbedingt damit, dass sich dort etwas Großartiges ereignet. Und dann kann so ein Schlauch so aussehen, und das ist sicherlich nicht so das Allerleckerste, um damit quasi sich mit Frischwasser dann zu versorgen. Ein Schlauch, der so aussieht wie dieser, den würde ich auch schlicht und ergreifend gar nicht mehr versuchen zu reinigen, den würde ich ersetzen. In diesem Biofilm haben die Bakterien dann einen natürlichen Schutz. Das ist quasi wie eine Mauer, wie ein Schwamm, der sie gut festhält, in der sie ihre Nahrung finden, in der sie sich vermehren können, Zellteilung etc. Und Desinfektionsmittel oder abtötende Wirkstoffe können sie in diesem Biofilm nur schwer bis gar nicht erreichen. Circa 95%, sagt man landläufig, der in einer Tankanlage enthaltenen Keime sind in diesem Biofilm quasi geschützt. Nur 5% schwimmen frei im Tank umher. Wenn wir dann also eine schnelle Desinfektionsgeschichte machen, sowohl im Tank als auch in den Leitungen, müsst ihr euch natürlich dabei vorstellen, ist dann schnell nachvollziehbar, okay, akut habe ich natürlich was erreicht. Ich habe diese 5% der Freischwimmenden dann tatsächlich abgetötet. Aber der Biofilm, je hartnäckiger der ist und desto länger ich nichts dagegen unternommen habe, kann natürlich dann auch die verbleibenden Organismen vor diesem Angriff dann auch schützen, sodass ich unter Umständen mit meiner Desinfektionsmaßnahme keinen Erfolg habe. Grundsätzlich sind die meisten Bakterien in diesem Biofilm gar nicht weiter dramatisch, gar nicht weiter schädlich für uns. Die sind eigentlich eher Nützlinge, sogar in natürlichen Bachläufen sorgen sie dafür, dass das Wasser dort frisch und klar bleibt. Aber es gibt natürlich auch pathogene Keime, die auch gerade im Campingumfeld tatsächlich leichter sich ja auch mal übertragen können. Wie auch immer das dann passiert, aber wenn es passiert, dann habt ihr plötzlich pathogene Keime, die dort optimale Vermehrungsbedingungen finden. Dann auch noch mit großen Fahrzeugtemperaturen im Sommer, wenn dann also mal 70, 80 Grad im Fahrzeug herrschen, einfach weil es den ganzen Tag in der Sonne stehen musste, leider Gottes. Dann haben wir natürlich ideale Laborbedingungen, um dann ein rasantes, exponentielles Wachstum auch von pathogenen Keimen zu haben. Und damit ist nicht zu spaßen. Ich halte es tatsächlich so, ganz grundsätzlich, dass ich das Wasser, das bei mir im Frischwassertank drin ist, nicht als Trinkwasser betrachte. Ich benutze es für alles Mögliche, fürs Duschen, fürs Abspülen, gar kein Thema. Aber zum tatsächlichen Aufnehmen in den Körper, Zähneputzen geht auch noch, dass ich es wirklich trinke, wie zum Beispiel mit meinem Kaffee. Oder dass ich damit koche,
Dafür habe ich dann immer einen Frischwasservorrat extra an Bord, in Flaschen abgefüllt. Das kostet ganz kleines Geld. Gibt mir die zusätzliche Sicherheit, dass das, was ich jetzt wirklich in meinen Körper aufnehme, dauerhaft, dass das quasi das Risiko absolut minimiert. Obwohl mein Wasser tatsächlich wahrscheinlich die Qualität hat, dass es locker als Trinkwasser genutzt werden könnte. Das ist auch gut zu wissen im Hintergrund, denn wenn wir duschen zum Beispiel, entstehen ja auch Aerosole, auch ein Grund dafür, weshalb ihr dann auch an eurer Therme regelmäßig auch mal die hohe Temperatur auswählen solltet, damit dann in dem Boiler eventuell entstandene Legionellen dann durch die höhere Temperatur ab 60 Grad dann auch zuverlässig abgetötet werden. Diese Wasserdampfbestandteile gehen als Aerosol ja auch in euren Körper ein. Ihr atmet während des Duschens diesen Wasserdampf ein. Das sind zwar ganz, ganz geringe Mengen, aber dennoch möchte ich da natürlich dann beste Qualität in meinem Wasser dann haben. Deswegen habe ich mich mit dem Thema überhaupt so intensiv beschäftigt, um über die lange Winterpause mich jetzt mal wirklich schlau zu machen. Es gibt unheimlich viele Ansätze und jeder soll auch gerne seinen Ansatz weiter verfolgen. Ich stelle euch heute hier nur meinen Ansatz vor. Ob ihr das mir nachmacht oder ob ihr anderer Meinung seid, das ist euch selbst überlassen. Ich habe mich nur für diese Variante entschieden, weil ich sie für am sichersten halte. Und bei einem so jungen Fahrzeug wie meinem ist Werterhalt ja auch durchaus ein Thema. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der günstigen Lösung, die ich euch hier auch noch mal kurz zeige. Da habe ich sie da. Hatte ich mir tatsächlich schon mal besorgt, aber irgendwie der Gedanke, dann Chlorix in meine Anlage einzufüllen mit einem hohen Aktivchloranteil, hat mir nicht ganz so behagt. Es funktioniert definitiv, man kann also auch damit seine Anlage desinfizieren, aber für mich ist das irgendwie, was den Chloreinsatz angeht, so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Wieso das so ist und was mein Ansatz ist, das erkläre ich euch gleich. Zitronensäure oder Ameisensäure, auch einige andere Säuren, die immer mal wieder genannt werden, funktionieren tatsächlich, aber nicht zum Desinfizieren. An den Biofilm kommen sie nur an die Oberfläche heran, sie können den Biofilm nicht in sich aufbrechen. Sie haben eher eine andere Wirkung und das machen sie auch tatsächlich sehr gut, sie entkalken. Und das ist natürlich ein Problem, das wir auch zunehmend dann im Fahrzeug haben, je älter es wird, je mehr Wasser wir mal eingefüllt haben. Die Wasserhärte bestimmt das letzten Endes, das kennt ihr auch von den Waschmaschinen und von anderen Haushaltsgeräten, vom Wasserkocher, da wird es sogar sichtbar, dass man dann irgendwann so Kalkablagerungen bekommt und die werden tatsächlich von Zitronensäure, finde ich immer persönlich, weil das ist für mich fast ein Lebensmittel, noch am verträglichsten, sehr, sehr gut wieder aufgelöst. Das könnt ihr natürlich gut als ersten Schritt der Säuberung eurer Anlage machen, aber verwechselt bitte Zitronensäureeinsatz nicht mit Desinfektion. Desinfizierende Wirkung in dem Sinne gegen den Biofilm hat es nicht. So, der Schlauch ist fertig. Das heißt, wir gehen jetzt gleich daran, den Tank zu füllen. Aber jetzt verrate ich euch erstmal, welches Mittel ich denn tatsächlich empfehle zum Einsatz. Und das ist Chlordioxid. Moment mal, sagt ihr. Er wollte doch eben dann Chlorix nicht einsetzen, weil ihm das Aktivchlor so nicht gefällt. Wieso kommt er denn jetzt mit Chlordioxid? Da ist doch auch Chlor drin. Ja, das ist richtig. Aber Chlor ist nicht gleich Chlor. Oder Chlordioxid ist etwas anderes als Chlor. Denn schon ein einziges Atom ändert die chemischen Eigenschaften eines Stoffes komplett. Das könnt ihr euch sehr, sehr gut vorstellen anhand des Beispiels Wasserstoff. Wasserstoff ist explosiv, ein explosives Gas, mit dem man auch Motoren antreiben kann. Fügt man jetzt Wasserstoff, Sauerstoff zu, oxidiert also diesen Wasserstoff, dann entsteht H2O, das kennt jeder von euch, das ist nämlich ganz normales Wasser. Wasserstoff gefährlich, Wasser ungefährlich. Völlig unterschiedliche chemische Eigenschaften. Selbst der Aggregatzustand unterscheidet sich bereits komplett. Anderes Beispiel, Chlor. Reines Chlor, gasförmig, giftig, für die Menschen sogar in hohen Konzentrationen lebensgefährlich. NaCl, Natriumchlorid, das ist ganz herkömmliches Speisesalz. So ähnlich verhält es sich jetzt auch mit unserem Chlordioxid. Wir haben also ein Chlor, das so ähnlich wie auch Wasser zweifach oxidiert ist mit O2, Chlordioxid. Und das hat chemische Eigenschaften, dass es desinfizierend wirkt, wird auch von der Trinkwasserindustrie tatsächlich für das Desinfizieren von wasserführenden Anlagen
verwendet. Wir sehen hier den Wasserstopp. Wichtig ist, hier könnten noch Produktionsreste im Schlauch drin sein. Um das auszuschließen, werde ich den jetzt erstmal kräftig spülen. Ah, schön. Auf Druck habe ich das auch noch nie gemacht. Das ist mal was für die Outtakes. Zweiter Versuch. Ja, geht wunderbar. Komplette Dusche habe ich nicht gekriegt. Und jetzt kommt auch Wasser raus. So, jetzt spülen wir ihn erstmal ordentlich. Der Baum da hinten, der braucht sowieso noch ein bisschen Wasser. Hier auf dieser Wasseruhr könnt ihr jetzt sehen, dass ich hier 9,8 Liter zum Spülen durchlaufen habe lassen. Das resette ich jetzt auf 0. Und jetzt will ich ihn erstmal nur so mit 20 Litern befüllen, weil ich will jetzt als erstes erstmal sehen, dass meine Wasserpumpe auch wirklich läuft. Wenn die also vollständig mit Wasser bedeckt ist, reicht das erstmal für den Probelauf, ob meine Wasserpumpe denn die Winterpause auch überlebt hat. Bordstromversorgung anschalten. Bordstrom ist an. Batterie ist gut gefüllt. Und jetzt kommt der spannende Moment. Was macht die Pumpe? Man hört es laufen, aber es wird nichts gefördert. Das kenne ich. Und die Pumpe mal ein kleines bisschen schütteln. Das hat beim den letzten Malen eigentlich immer gereicht, dass sie danach dann auch anlief. Oh ja, hört sich gleich anders an. Und da kommt das Wasser. Ist noch viel Luft in der Leitung. Wir gehen mal auf voll heiß. Aber jetzt laufen auch erstmal 10 Liter in den Boiler hinein. Was jetzt auch erklärt, weshalb jetzt noch weniger Luft hier ankommt, Wasser hier ankommt. Jetzt muss nämlich erstmal das Wasser die Luft aus dem Boiler verdrängen. Wofür habe ich mich jetzt überhaupt entschieden? Entschieden habe ich mich für ein Produkt der Firma Govaco. Das ist ein Kombipack, Kombi-Vorteils-Pack. Was ist jetzt in diesem Paket drin? Zum einen haben wir hier ein Silbernetz. Das kriegt seinen Einsatz erst, wenn wir den Tank fertig desinfiziert haben. Damit können wir eine Neuverkeimung verhindern, wenn wir mal für wenige Tage das Fahrzeug kurz stehen lassen müssen. Aber wissen, am Wochenende geht schon gleich wieder los, müssen wir nicht jedes Mal den Tank gleich komplett entleeren. Da hilft uns jetzt dann dieses Silbernetz zukünftig, das Wasser auf guter Qualität zu halten, dass es nicht zur Neuverkeimung kommt. Dafür ist das Silbernetz gut. Die Wirkungsweise erkläre ich später noch hier in diesem Video. Dann ist hier drin 250 Milliliter der eigentlichen Desinfektionsflüssigkeit. Das reicht aus für ein Tankvolumen von 125 Liter Frischwasser. Wenn ich mir jetzt angucke, ich habe jetzt eine leere Anlage hier, 10 Liter gehen in den Boiler rein. Ich weiß nicht, wie viel Liter jetzt tatsächlich in den Schlauch hineingehen, in die Schläuche, Kaltwasser und Warmwasser. Das werden vielleicht auch nochmal so 3-4 Liter sein, die da insgesamt dann die Leitung spülen. Und ich habe einen 100 Liter Frischwassertank. Das heißt, dieses Set reicht aus, um jetzt einmal komplett meine Anlage zu desinfizieren. Dann ist hier noch drin eine Dosierhilfe, eine Einwegspritze ohne Nadel natürlich. Also das ist jetzt wirklich nur, um dann die kleineren Mengen dann auch abfüllen zu können, wenn man eine kleinere Anlage hat. Denn diese Flüssigkeit kann man natürlich dann auch verwenden, um dann seine sonstigen Behältnisse dann auch damit zu desinfizieren, wie zum Beispiel unsere Trinkwasserkanne, die wir dann auch benutzen. Das werde ich dann auch bei der Gelegenheit machen, meine Trinkwasseranlage dann auch an der Stelle zu schützen, indem ich meine Gießkanne einmal wieder desinfiziere. Meinen schnellen kleinen Einsatzschlauch kann ich dann auch einmal damit befüllen, dass ich damit eine Lösung dann ansetze. Da hilft mir natürlich diese Dosierhilfe sehr, sehr gut bei. Kommen wir zur Dosierung. Ich habe hier eine 5-Liter-Kanne, meine Frischwasserkanne, die ich tatsächlich ausschließlich für Frischwasser verwende. Möchte ich jetzt bei der Gelegenheit dann auch gleich einmal desinfizieren. Und jetzt habe ich hier Milliliter-Angaben. Pro Liter soll ich 2 Milliliter dann einfüllen. Das heißt, ich habe hier 6 Milliliter in der Spritze und kann damit 3 Liter Frischwasser dann sozusagen mit desinfizierender Wirkung dann anmischen. Muss ich jetzt also einmal die Spritze komplett vollziehen mit 6 Milliliter
und danach noch einmal auf 4 Milliliter, dann habe ich insgesamt 10 Milliliter. Und damit genau die Menge, die mir jetzt ausreicht, um 5 Liter Frischwasser hier mit desinfizierender Wirkung dann anzusetzen. Ja, da bin ich gut auf den 6 Milliliter gelandet. Einmal rein. Da muss ich ein bisschen, das sind 3 Milliliter, noch ein bisschen. Noch ein kleines bisschen. So, jetzt bin ich bei 4 Milliliter. Da habe ich jetzt, könnt die Flüssigkeit auch mal sehen. Sie ist so leicht gelblich. Damit haben wir jetzt also genug da drin, um dort zu desinfizieren. Damit habe ich jetzt 10 Milliliter entnommen, habe noch 240 Milliliter übrig. 240 Milliliter, die jetzt noch in dieser Flasche drin sind. Das entspricht 120 Litern Frischwasser, die ich jetzt mit desinfizierender Wirkung hier in meinem Frischwassertank anmischen kann. Das heißt, der gesamte Rest dieser Flasche kann jetzt hier in den Tank rein. Die Pumpe ist jetzt gut bedeckt. Das heißt, ich kann jetzt hier den Inhalt gut oben drauf gießen. Da seht ihr jetzt, das ist natürlich jetzt eine viel, viel stärkere Lösung. Das verdünnen wir jetzt, indem wir jetzt die 100 Liter auf dem Tank voll machen. Kommt wieder direkt zur Pistole. Dann haben wir noch einige Liter vor uns. Da kommt das Frischwasser jetzt an und bildet entsprechend eine Chlordioxidlösung. Ich bin jetzt mit der Nase direkt über dem Tank und kann überhaupt keine auffällige Geruchsentwicklung dabei feststellen. Es riecht also nicht nach Chlor oder irgendwie so etwas oder nach Reinigungsmittel. Es riecht eigentlich neutral. Wir sind jetzt kurz vor Tank voll. Da seht ihr es, da kommt oben an. Auf der Uhr stehen jetzt fast 98 Liter und das, obwohl ein Teil schon in die Leitung und in den Boiler hineingespült sind. Jetzt lassen wir erstmal die Leitung voll laufen. So, wir gehen wieder auf Heißwasser. Pumpe fördert. Man hört es schön gurgeln. Und jetzt füllt sich der Boiler vollständig. Oh, jetzt ist allmählich der Boiler komplett gefüllt. Machen wir nochmal die Kaltwasserleitung. Die scheint auch schon vollständig gefüllt zu sein. Und dasselbe Spiel im Bad natürlich. Erst auf Kaltwasser. Machen wir mal Licht an, hier ist so dunkel. Kaltwasser ist gut. Warmwasser ist auch schon komplett voll. So, jetzt haben wir die Leitung, denke ich, gut mit der Chlordioxidlösung dann gespült, dass die jetzt da gut wirken kann. Magnetventil funktioniert ebenfalls, hat auch den Winter überlebt. Damit sollte auch diese Leitung jetzt gut gespült sein. Jetzt haben wir auch ein kleines bisschen Chlordioxid unten in unserer Kassette drin. Kann sie auch ein bisschen vor sich hin wirken, schadet auf keinen Fall. Da könnt ihr sehen, der Wasserspiegel ist leicht wieder unter den Deckel gesunken. Das heißt, da würde ich jetzt mal so ungefähr 5 Liter erwarten, die da jetzt noch mal wieder reingehen. Das ist jetzt wirklich, der Wasserspiegel ist hier auf der Oberkante vom Gewinde. Also normalerweise würde ich ihn gar nicht so voll machen, aber das Fahrzeug wird jetzt nicht bewegt, der bleibt jetzt so stehen für 6 bis 12 Stunden. Wir haben jetzt den Abend, also es werden wahrscheinlich irgendwo so 8, 9, 10 Stunden und morgen früh kann ich das Ganze dann durch die Wasserpumpe am besten einmal komplett durch die gesamten Leitungen dann durchdrücken. Das sind dann noch mal 120 Liter zum Spülen und
die Kanne, die ich mir jetzt hier auch angesetzt habe, die ich jetzt auch noch mal mit Frischwasser füllen werde, die hat gleich einen doppelten Zweck. Denn ich kann sie dann, nachdem ich den Tank habe leerlaufen lassen, auch dafür verwenden, am kleinsten Druck, jawohl, um den Füllstutzen nochmal zu desinfizieren. Dass ich dann das, was hier in der Kanne auch als Desinfektionslösung ja angesetzt ist, dann nochmal durch den Füllstutzen laufen lasse und somit dann auch eine Desinfektionslösung durch den Einfüllstutzen dann auch nochmal durchläuft und dort eine desinfizierende Wirkung hat. Das nenne ich gut gefüllt. Das darf jetzt auch ebenfalls über 6 bis 12 Stunden dann stehen bleiben. Und dann geht es morgen weiter mit der Desinfektion. Und dann zeige ich euch auch das Silbernetz und erkläre euch auch, wie die Funktion des Silbernetzes ist. Der nächste Tag ist da. Wir hatten eine sehr kalte Nacht. 1,9 Grad, was in der Spitze. Ich bin nochmal rausgegangen und habe hier nochmal die Heizung angeschaltet. Die kann ich jetzt ausschalten. Denn sonst hätte der Frostwächter unter Umständen irgendwann in der Nacht ausgelöst und hätte dann die 10 Liter Wasserinhalt, die im Boiler drin ist, dann gegebenenfalls ablaufen lassen. Jetzt haben wir mehr als die 12 Stunden locker durch. Und jetzt gehen wir zum nächsten Schritt über, nämlich das Spülen der Leitung. Dazu gehe ich jetzt an jede einzelne Wassereinnahmestelle, gehe jeweils auf Volleinschlag kalt und auf Volleinschlag warm und lasse damit jeweils einen größeren Teil des Tankinhaltes an jeder Wasserentnahmestelle einmal durchlaufen, bis der Frischwassertank komplett leer ist und damit dann das Desinfektionsmittel auch nochmal im Abwassertank angekommen ist und dann im Abwassertank auch noch einmal wirken kann. Weshalb gehe ich auf Volleinschlag? Ganz klar, damit erreiche ich die maximale Durchströmungsgeschwindigkeit, kann damit also die Leitung jetzt am allerbesten spülen. Ihr hört im Hintergrund das Wasser plätschern und hier die Pumpe pumpen. Der Wasserstand sinkt allmählich. Der Deckel ist übrigens die gesamte Nacht über offen gewesen. Das Ganze ist ja eine wässrige Chlordioxidlösung und ich habe gestern Abend schon festgestellt, dass die überhaupt keinen Geruch entwickelt. Das war auch nach 1 bis 2 Stunden immer noch so, dass es überhaupt keinen Geruch entwickelt. Und auch jetzt, nach über 12 Stunden, ich habe hier überhaupt keine Geruchsbelästigung davon. Was ansonsten bei chlorhaltigen Reinigern definitiv anders wäre. Also da riechen schon geringste Mengen sofort, dass man diesen Chlorgeruch, diesen beißenden Chlorgeruch dann in der Nase hat. Das finde ich auch sehr angenehm an diesem Desinfektionsmittel. Und jetzt lassen wir noch mal ordentlich eine Runde das Wasser laufen. Kann jetzt, glaube ich, gleich demnächst dann mal auf heiß umschalten. Und dann schauen wir weiter. Und die ersten 20 Liter sind ungefähr durch. Wir wechseln jetzt auf Heißwasser. Damit wird jetzt auch der Boiler, weil der läuft ja ständig dann permanent nach mit Frischwasser, dann auch nochmal kräftig gespült. Das mache ich nacheinander, also nicht beide Wasserhähne gleichzeitig, weil dann würde natürlich sich das Ganze auf mehr Strecke verteilen und insgesamt der Spüldruck sozusagen sinken. Die ersten 25% des Abwassertanks sind gefüllt und 75% Frischwasser zeigt er mir noch an. Das heißt, meine Anzeigen funktionieren auch immer noch einwandfrei. Wir haben es geschafft. Wir sind auf beiden auf der Hälfte. Das heißt, die Spülung dieser Leitung ist jetzt beendet. Und dasselbe Spiel machen wir jetzt an der zweiten Wasserentnahmestelle des Persol Tuvim Plus. Hier ist die Dusche noch auseinandergebaut. Das macht jetzt auch Sinn für einen Teil der Desinfektion, dass ich jetzt erstmal maximalen Wasserdruck sozusagen auf die Leitung bekomme, ohne dass das hiervon jetzt bei der Durchströmgeschwindigkeit gebremst wird. Aber zum Ende hin werde ich dann auch den wieder montieren und dann auch nochmal mit durchlaufen lassen. Aber wir fangen jetzt erstmal wieder an mit kalt, ganz am Anschlag. Wir können den hier schön ins Spülbecken reinhalten. Und da lassen wir die nächsten 20 Liter durchlaufen. So, gut festgezogen. Jetzt müssen wir den in der dauergeöffneten Stellung dann lassen. Und jetzt wird auch der Duschkopf nochmal ordentlich gespült. Nette Gelegenheit ist diese Spülung übrigens, dann an allen Entnahmestellen auch nochmal die Abflüsse zu prüfen. Ich habe hier eine entsprechende Wartungsklappe und kann jetzt einfach mal am Abfluss fühlen, weil sehen kann man das schlecht, das ist alles im Dunkeln, ob es irgendwo
über den Winter Frostschäden gegeben hat, die irgendwo zu Undichtigkeiten geführt haben. Das ist hier nicht der Fall. Das mache ich jetzt in der Küche auch nochmal, weil mit so einer großen Wassermenge, die ihr jetzt habt durchlaufen lassen, habt ihr natürlich den optimalen Test, dass eure Anlage auch wirklich noch voll funktionstüchtig ist. Jetzt nochmal unter der Spüle in der Küche. Kann ich auch am besten fühlen. Das ist alles knochentrocken. Das gibt mir doch ein gutes Gefühl für die neue Saison. Meine Anzeige, das ist auch ein guter Test, dass die auch funktioniert, fürs Abwasser ist jetzt auf 100% gesprungen. Frischwasser zeigt immer noch 25%, also 25 Liter Restwasserinhalt an. Das heißt, wir können jetzt die beiden Stöpsel nehmen, hier unten die Duschwanne verschließen für die Fahrt. Aber erstmal lassen wir dieses Wasser ja noch seine Arbeit verrichten. Das heißt, es bleibt nochmal für 6 bis 12 Stunden hier im Tank, im Abwassertank und kann da auch noch einmal wirken. Jetzt haben wir ja noch die Wasserkanne, die ich gestern zum Desinfizieren gefüllt habe. Da hatte ich ja was mit vor. Das machen wir jetzt. Mit der Gießkanne können wir jetzt nämlich den Einfüllstutzen, wie ich gestern schon erklärt habe, nochmal gut desinfizieren. Indem ich das mit Chlordioxidlösung versetzte Wasser hier auch nochmal durch den Einfüllstutzen einlaufen lasse. Und tut. Ganz komplett fülle ich die 5 Liter nicht ein. Denn ich möchte noch einen kleinen Rest davon haben für meinen kurzen Trinkwasserschlauch, den ich unterwegs immer zum Befüllen der Anlage habe. Da sind auch immer gegebenenfalls Wasserreste. So ganz komplett trocken kriegt man den oftmals nicht. Und da ist es jetzt also auch sinnvoll, den jetzt noch mal einmal zum Desinfizieren mit Chlordioxidlösung dann zu befüllen und das dort auch noch mal einwirken zu lassen. In Ermangelung eines Trichters muss ich das jetzt sehr vorsichtig hier einfüllen. Es funktioniert aber, ich komme mal dichter an die Kamera damit. Ah, schafft es immer noch Luft nachlaufen zu lassen. Da kommt es. Da seht ihr es, hoffe ich, dass auf der anderen Seite des Schlauches jetzt auch das Wasser austritt. Das heißt, der ist jetzt fast vollständig gefüllt. Wir verheiraten die beiden ganz schnell miteinander. Jetzt kann dieser geschlossene Schlauch, dieses geschlossene System dann auch nochmal für 6 bis 12 Stunden einwirken. Den letzten Rest an Wasser, den darf dann jetzt nochmal der Tankstutzen bekommen. Das ist auch der Grund, weshalb ich mich für eine 5 Liter Kanne entschieden habe. Denn die lässt sich tatsächlich mit dem normalen Wasserbefüllstutzen ohne irgendwelche Verrenkungen vollständig entleeren. Dass das also wirklich durch den Frischwassereinlauf dann tatsächlich gut reinläuft. Ist die billigste Methode, kostet 3-4 Euro im Baumarkt. Jetzt haben wir die Reinigungslösung komplett in unserem Abwassertank. Der muss natürlich dann jetzt zur Entsorgungsstation gefahren werden. Der Frischwassertank wird anschließend noch einmal mit 100 Litern Frischwasser gefüllt zum Spülen. Das wird ebenfalls noch mal komplett durch alle Leitungen dann, wie ihr das eben gesehen habt, eigentlich schon noch mal komplett durchgepumpt, sodass ich dann die Leitung noch mal wieder mit Frischwasser gespült habe. Anschließend ist die Anlage eigentlich betriebsbereit. Allerdings, ich habe es ja schon mal kurz erwähnt, es war sehr, sehr kalt. Wir haben tatsächlich hier noch Nächte mit Nachtfrost. Ich werde die Anlage leider danach trocken fallen lassen müssen. Jetzt habe ich schon so viel erzählt und ich bin überhaupt noch nicht dazu gekommen, euch das Silberpad hier etwas näher vorzustellen, was da jetzt eigentlich von zu halten ist. Das ist ja auch in dem Set hier mit drin gewesen. Das machen wir aber mal in einem eigenen Video. Das heißt, hier endet jetzt Teil 1, die Trinkwasserdesinfektion, also die Tankdesinfektion und Leitungsdesinfektion. Das haben wir jetzt sauber als Thema einmal rund abgearbeitet. Und als nächstes Thema kommt dann die Verhinderung von Neuentstehung von Biofilmen durch Wasserkonservierung. Und da erkläre ich euch die Funktionsweise dieses Pads. Könnt euch jetzt schon drauf freuen. Das Video werde ich wahrscheinlich so in 2-3 Tagen irgendwo fertig geschnitten haben und wird dann gleich im Anschluss dann auch wieder auf meinem Kanal hier für euch freigeschaltet. Habt ihr jetzt schon etwas, worauf ihr euch freuen könnt und worauf ich mich freue, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder bei mir seid auf meinem Kanal Travel With Me. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da für meinen Kanal Travel With Me. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm, aber ich sag's ja immer wieder,
Ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.